Guten Morgen zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute ist es wie verhext. Ich war jetzt vorhin an einem wunderschönen Steg, den ich bei Sonnenaufgang fotografieren wollte. War schon ein Fotograf, gut, habe ich mir gedacht, packst du ein, kommst du hier zum Sprungturm, um dem im Morgenlicht schön aufzunehmen. Jetzt kommen hier die Leute an und machen Yoga unter dem Sprungturm. Geil, deswegen bin ich jetzt auch nicht so laut. Ich schaue mich jetzt mal weiter um, weil auch dieses Motiv wäre wunderschön gewesen, aber es hilft ja nichts, ich will die Leute nicht stören. Und jetzt schaue ich mal weiter. Wahnsinn. So, und auch mit der Situation muss ich klarkommen, dass meine beiden Fotolocations leider heute Morgen besetzt waren. Jetzt habe ich mir einfach einen anderen Steg ausgesucht, der ist ganz klein und unscheinbar, aber vielleicht kriege ich da auch ein ganz gutes Foto hin. Ich baue mal auf und nehme euch mit, wie ich sowas angehe. Und in erster Linie schaue ich mir jetzt erstmal an, wo ich die Kamera hin positioniere. Die Sonne geht da hinten schon auf und da gucke ich jetzt mal, was denn hier Sinn macht, auf wie viel Millimeter. Will ich dieses Schilf hier vielleicht im Vordergrund noch mit aufnehmen oder will ich es einfach clean haben und alles ohne Schilf? Ich finde es fast interessanter, wenn ich ein bisschen Schilf mit aufnehme. Das kann nicht schaden. Und da würde ich sagen, ich baue die Kamera genau hier an dem Punkt auf. Stelle ich mir mal her. Ich werde auf 16 mm fotografieren, ich komme mal mit der Kamera auch ein bisschen näher dran, dass ihr es seht. So, wie man erkennen kann, geht die Sonne da hinten schon wahnsinnig schön auf. Ja, das wäre mein Bild gewesen mit Sprungturm. Ist es jetzt aber nicht. Machen wir jetzt das Beste draus, Leute. Gut, ich setze die Kamera erstmal schön in die Waage, bin auf 16 mm, rutsche noch ein Stück zurück, dass ich was hier von dem Schilf drauf bekomme. Achte jetzt auch darauf, dass mein Steg komplett mittig steht. Und jetzt muss es schnell gehen. Horizont ist auch genau in der Mitte. Das sieht auf den ersten Blick super gut aus. Und jetzt kommt mein Filter, weil ihr seht ja, wie die Sonne alles überstrahlt. Und dann baue ich mir jetzt recht fix hier meinen Nisi Filterhalter drauf. Und dann geht es gleich an die Einstellungen. Jetzt knallt die Sonne natürlich richtig. Okay. Was ich hier mal auch ganz gerne mache, ist einen ND-Filter draufknallen. Dann nehme ich jetzt auch mal einen etwas stärkeren mit 3.0. Wenn ich ihn dabei habe, ja, ich habe ihn dabei. Und bevor ich den ND-Filter drauf baller, schaue ich, dass meine Stegmitte hier im Fokus ist. Also die Spitze des Steges habe ich jetzt anfokussiert, bin im manuellen Fokusmodus, setzt den Filter ganz vorne an die Linse drauf, bam, der ist drauf, cool, passt. Und jetzt ist natürlich alles stockdunkel hier auf meinem Display, da muss ich die Belichtung halt hochschrauben. Wo bin ich jetzt hier bei 4, 5, 6 Sekunden, alles klar, gut. Und jetzt sehe ich auf 16 mm, dass ich eine leichte Vignette um das Bild herum habe. Weil einfach der Filter und Filterhalter und Objektiv erzeugen einfach diese Vignette. Ist aber nicht weiter schlimm. Damit kann ich leben. Und um die Sonne jetzt so ein bisschen abzudunkeln, setze ich noch einen Verlaufsfilter vorne drauf. Ja, das sieht so aus. Jetzt muss ich mich dann tatsächlich beeilen. Weil die Sonne ist jetzt schon extrem gut zu sehen über dem Himmel. Hey, und jetzt mache ich halt einfach nur noch schnell das Foto, oder? 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Also, ich
bin jetzt hier erstmal auf einer 2,8er Blende. Die drehe ich mal hoch auf eine 5er und belichte jetzt hier entsprechend länger, sagen wir mal auf 30 Sekunden mit der Auslöseverzögerung. Boah, jetzt haut die Sonne dann natürlich raus. Boah. Jetzt muss ich nur noch kurz warten und dann habe ich mein Foto im Kasten. Wow. Also auf einer 5er Blende sieht es ganz vernünftig aus. Jetzt nochmal ein weiterer Test auf einer sehr geschlossenen Blende. Da muss ich jetzt länger belichten und um länger zu belichten, muss ich den Fernauslöser drauf bauen, weil ich bei den 30 Sekunden ja schon bin. Und jetzt wähle ich doch mal echt mal eine hohe Blendenzahl, sagen wir mal eine F20, muss jetzt hier in meinem Kameramenü auf den Bulb-Modus gehen und den bekomme ich, wenn ich über die 30 hinaus drehe. Gut, jetzt schnell den Funkauslöser noch verbinden. Ich habe hier diesen Aodelan Funkfernauslöser, der ist manchmal nicht lieferbar auf Amazon, manchmal gibt es den, mei, was willst du machen. So, ich war vorhin auf 30 Sekunden. Jetzt brauche ich das Dreifache, würde ich jetzt sagen. Ich habe die Blende ziemlich zugeschraubt. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das eine andere Bildwirkung hat, dieses Bild. Wichtig ist halt auch, dass man sich jetzt hier nicht bewegt auf dem Steg und rumläuft, weil diese Schwingungen erzeugen tatsächlich ein unscharfes Bild, wenn die Kamera sich auch nur minimal bewegt. Ihr könnt es wahrscheinlich auch erkennen, hier diese schönen Schatten gefallen mir auch besonders gut, die sie jetzt hier in das Bild reinschmuggeln. Jetzt bin ich schon bei einer Minute angelangt, aber ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal 30 Sekunden und stoppe die Aufnahme hier einfach mit dem Knopfdruck auf dem Fernauslöser. Der blutrote Himmel ist jetzt schon leider nicht mehr zu sehen. Wir haben jetzt 10 Minuten gefehlt. 20, 29, 30, bam. Nice. Sehr schön. Das Bild habe ich jetzt hier im Kasten, würde ich sagen. Schön, auf einer Blende 20. Ich zeige jetzt hier nochmal, wie es hier aussieht. Schön. Und ich finde auch, es ist echt besser, wenn man unterbelichtet, weil die Helligkeit, die kann ich noch ein bisschen hochdrehen in Lightroom oder in Capture One, in den beiden Programmen, ist egal. Anstatt, wenn es einfach zu hell ist und das Bild ist ausgebrannt, da kann ich nichts mehr retten. Aber auch aus diesem kleinen, wirklich unscheinbaren Steg mache ich halt das, was jetzt mir möglich ist. Und so schlimm schaut es gar nicht aus, finde ich jetzt hier. Ich überlege gerade, was jetzt hier noch irgendwie interessant wäre. Segelboote kann man hier fotografieren mit Kloster Andechs da oben im Hintergrund. Das wäre jetzt noch eine Option. Schau es mir mal kurz an. Da hinten habe ich auch so ein Art Floß oder sowas, sieht auch gut aus. Gut, da sind halt diese drei Bötchen zu sehen. Kloster Andechs wird ein bisschen verdeckt über den Mast. Wisst ihr was, ich habe jetzt noch mal eine andere Idee. Ich zeige euch jetzt mal die Funktionsweise von meinem Polfilter, ob der was taugt
und was der eigentlich hier bewirkt. Weil den Polfilter nimmt man ja ganz gern her, um Spiegelungen auf der Wasseroberfläche irgendwie einzudämmen. Und da hinten sehe ich gerade ein paar Steine im Wasser. Die fotografiere ich und schau mal, ob ich die Spiegelungen um diese Steine herum rauskriege. Seid mal dabei. Und jetzt seht ihr an diesem Beispiel, was ein Polfilter hier am Wasser eigentlich bewirkt. Ich mache mit dieser Kamera jetzt eine Videoaufnahme, damit ihr seht, was passiert, wenn ich an dem Rädchen des Polfilters drehe. Ja, passt mal auf. Ich gucke jetzt mal hier rein und man müsste jetzt eigentlich, wenn ich hier drehe, sehen, wie sich die Spiegelungen auflösen im Wasser. Ich sehe gerade, ich muss hier richtig viel drehen, man sieht gar keinen Unterschied. Ha! Und jetzt hier sehe ich nämlich die Steine plötzlich unter der Wasseroberfläche. Hier an diesem Punkt. Wenn ich weiter drehe, wird das Wasser richtig weiß und hell und man sieht nichts. Upsi, fast die Kamera umgeschmissen. Sieht man nichts mehr. Also ich zeige es euch nochmal. Hier seht ihr keine Steine, jetzt drehe ich weiter. Ich drehe, 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 drehe und zack, ich kann jetzt ins Wasser reingucken. Und das macht ein Polfilter aus. Dann ist es halt noch ganz wichtig, dass man den Winkel der Sonne auch ein bisschen beachtet. Besser funktioniert ein Polfilter, wenn die Sonneneinstrahlung irgendwie aus einem Winkel kommt, also aus der Richtung zum Beispiel. Wenn man jetzt genau gegen die Sonne filmen oder fotografieren würde, hätte der Polfilter eigentlich keine Wirkung. Aber jetzt seht ihr hier nochmal mit Polfilter. Jetzt schalte ich ihn aus. Das Wasser wird komplett weiß. Ohne Polfilter. Das Wasser reflektiert die Sonne zu stark und ist eigentlich nur noch weiß. Das wäre jetzt auch für mich mal hier ein Grund, trotzdem nochmal ein Foto zu machen. Dafür stelle ich mir den Polfilter jetzt hier ohne andere Filter großartig ein. Suche mir eine schöne Bildkomposition. Werde jetzt wahrscheinlich auch wieder gegen die Sonne fotografieren, da hat der Filter kaum Auswirkung. Aber mir ist jetzt die Bildkomposition wichtiger als der Polfilter. So, jetzt schauen wir mal. Ich muss jetzt hier wieder in meinen manuellen Fotomodus gehen. Und suche mir jetzt eine richtig schöne Bildkomposition. Ich habe jetzt das Ziel, dass ich gegen die Sonne fotografiere. Und ich möchte auch, dass ich auf dem Stein die Sonnenstrahlen so ein bisschen spiegeln oder da drauf strahlen. Und ich denke hier so auf einer, was nehmen wir da für eine Blende? 10er, 16er Blende, sowas, könnte das ganz toll aussehen. Gleichzeitig habe ich den Steg, auf dem ich gerade stand, auch noch mit auf dem Bild und lasse den in die Bildmitte reinlaufen. Da habe ich so was hier, eine führende Linie. Das könnte ganz toll aussehen. Das ist für mich einfach ein stimmungsvolles, ruhiges Bild. Gut, die Steine sind jetzt bei mir im Fokus auf einer 16er Blende. Jetzt kommt bei mir trotzdem nochmal der ND-Filter drauf und der Verlaufsfilter, damit ich das Wasser schön glätten kann. Hier passe ich halt auch auf, dass der richtig sitzt. Noch der Verlaufsfilter, dass der mir die starke Sonne ein bisschen abdunkelt. Ich glaube, 30 Sekunden reichen mir hier sogar. Ich mache das Bild jetzt einfach mal so auf 30 Sekunden. Vielleicht muss ich gar nicht länger belichten. Jetzt bin ich mal gespannt. So, das Bild ist ein Kasten. Das muss ich jetzt mal aus der Hand rausfinden. Okay, ich kann tiefer gehen. Ja, eindeutig. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen tiefer. Das ist eine wunderschöne Komposition, wenn ich tiefer bin. Da habe ich nämlich nicht diese langen Sonnenstreifen auf dem Wasser. Ja, so ungefähr. Obwohl ich meine ausgesuchten Fotospots heute nicht fotografieren kann, wird da trotzdem noch was draus. Ja, ich bin ja froh, dass ich überhaupt irgendwas jetzt noch hier aufs Schnelle gefunden habe zum Fotografieren. Aber aufgeben ist keine Option bei mir, null. Das spornt mich ja nur noch weiter an.
da irgendwas zu finden. Vielen Dank fürs Dabeisein bei meinem Sonnenaufgangs-Shooting hier am Ammersee. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit Polfiltern gemacht? Braucht ihr die, wenn ihr am Wasser fotografiert? Oder könnt ihr da gut und gerne drauf verzichten? Ich habe den Polfilter ja erst seit kurzem im Einsatz, weil er einfach mit dabei war bei diesem Nisi V6 Filterset. Aber ich denke, den lasse ich jetzt auch drauf, immer wenn ich am Wasser fotografiere, und bin auf die weiteren Ergebnisse gespannt. Also, bye bye, euer Sigi vom Ammersee. So, und jetzt packe ich ein, hole noch ein paar Semmeln beim Bäcker für die Family und dann gibt's Frühstück. Yay! Yeah.